Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Dirt 4 in Australien. Ja, sorry für die Unterbrechung. Ein paar Tage kam ja, glaube ich, zu Dirt 4 gar keine Videos mehr. Es war bei mir ein bisschen, ja, stressig. Und ich hoffe, diesmal geht es jetzt weiter. Das wird schwierig. Ja, ohne große Unterbrechungen oder so. So, vielleicht ein Tag geht ja mal, aber was waren das? Das waren jetzt, glaube ich, sogar 3-4 Tage. Und das sollte eigentlich nicht passieren, aber dadurch, dass ich leider nicht so viel Geld bekomme von YouTube, dass ich davon leben kann, bedeutend wenig bekomme ich dafür, habe ich leider nicht den ganzen Tag Zeit. So, wow, hier kommt schon die erste Kehre, alles klar. Vielleicht da vorne eine Kamera? Ganz vorne am Dach? Fällt mir gerade jetzt so auf. So, und... Oh, ich bin noch gar nicht richtig drin. Ich passe auch gar nicht auf, was der sagt. Links 5, senke. Links 3, lang, mach zu, überkuppen. So ein blödes... Oh! Alter, Zaun. Stabiler Zaun. Muss man dazu sagen. Ja, und leider haben wir immer noch hier den Frontantriebler. Weil das sind so zwei darauffolgende Events mit so mehreren Wertungsprüfungen. Deshalb konnte ich nicht wechseln. Und jetzt sollte ich auch mal ein bisschen hier konzentriert fahren. Oh, durch Tor. Die Tore, die mag ich nie. Weil wenn man so ein bisschen so minimal von der Strecke kommt und da dann so ein Tor kommt. Alter, was sind hier für lauter Tore? Hier dieses Torland. Oh, das heißt, hier war auch gerade nicht gut angehört. Aber vielleicht nur Karosserie so ein bisschen. Wow. Ganz ruhig. So, wir müssen aufpassen. Das heißt aufpassen. Ja, das hört sich... Ist das mein Reifen? Alter, das war nur ein Sprung. Oh, Leute. Ah, nee, Moment mal. Ich glaube, das war mein... Reifen. Alter, wie es ihn dreht. Alles klar, Leute. Nee, das ist doch bei der Rallye. Die haben doch so einen komischen Stoff im Reifen drin. Der sich dann ja so ausdehnt oder ausbreitet, wenn ein Loch drin ist. Und das war, glaube ich, das Geräusch. Das heißt, ich habe jetzt so einen aufgeschäumten Reifen, würde ich jetzt mal sagen. Und das heißt, ja, ich weiß nicht, wie stabil die jetzt dann sind. Das könnte jetzt sich vielleicht ein bisschen anders anfühlen. Ich meine vielleicht, dass der Reifen so ein bisschen... Alter, diese Zäune. 80 durch Senke, 80. Wir haben zu viel Geld hier in Australien. Wir machen überall Zäune hin. Links 1. Rechts halten, überkuppe. So, 1. Alter, ich muss wirklich mal ein bisschen aufpassen hier. Vor allem, wie habe ich es geschafft, dass ich im zweiten Abschnitt grün bin? Links 3, nicht steigen. Oh, Achtung. Okay, oh, wir holen auch wieder ein bisschen auf, obwohl ich so kacke fahre. Ich bin halt total unkonzentriert. Bin auch so ein bisschen raus. Also, wenn man so 2-3 Tage nicht spielt, fährt man wieder total anders. Man muss da immer so ein bisschen reinkommen. Das ist halt was total anderes zu anderen Rennspielen. Da muss man richtig aufpassen. Aber wir holen richtig gut auf. Wow. Ja, Vorsicht. Dankeschön. Hast ein bisschen spät gesagt. Aber der eine fährt richtig langsam. Kann das sein? So, ja, ich bin so froh, wenn ich einen anderen Wagen wieder nehmen kann. Aber dann wird es interessant, wenn ich hier irgendwann mal irgendwo ein Event habe, wo ich nur Frontantriebler nutzen darf. Dann wird es auch sehr interessant. Upsi. Diesmal war es kein richtiger Zaun. Bis Ziel. Oh, mein Ziel. Mein geliebtes Ziel. So, rot, grün. Ich weiß gar nicht eigentlich, was auch hier meine ganzen Sachen sind, die ich hier bewältigen muss. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Ja, perfekt ist eigentlich was anderes, aber... Wir sind ins Ziel gekommen als Erster. Fragt mich nicht wie, Leute. So, was haben wir denn überhaupt? Schließe auf Platz 11 ab. Fahrzeugbergung, erreiche 4-mal schnellste Zwischenzeit. Die Strafzeiten nicht. Gewinne eine Wertungsprüfung, haben wir schon. Okay, hört sich ja gar nicht so schwer an. Vor allem, weil wir auch nicht sowas haben wie eine saubere Wertungsprüfung. Das ist natürlich immer so das Schwierigste, die blöden, sauberen Wertungsprüfungen hier.
So, wir haben jetzt wohl immer noch den Reifen, gell? Den Reifenproblem. Da bin ich mal gespannt. Wenn wir nach dem Rennen hier in den Servicebereich kommen, bin ich da mal gespannt, ob wir da was machen müssen. Da hat er so eine enge Kurve angesagt, also die Linkskurve zumindest. Alter Falter. Bin wirklich, ich achte sowas von gerade gar nicht drauf. So, ich bin mal gespannt. Dieses Rennen hier oder diese Wertungsprüfung müsste relativ schnell vorbeigehen, da wir auch irgendwo eine mega lange Gerade haben. Oder vielleicht halt nur mit 6er oder vielleicht auch 5er Kurven. Konnten wir jetzt hier im Ladebalken nicht so mega sehen. Alter, ich bin hier drüben an der Wand. Oh, verstanden! Und wie mein Auto hinten wieder aussieht. Mega dreckig. So, hier haben wir auch schon ein bisschen gerade. Oh, was macht der Heli hier? Das ist so mies! Es ist so mies, Alter. Man sieht dahinter einfach gar nichts. Aber hier ist auch schon so mega gerade. Ich gedacht, das ist ein bisschen weiter hinten. Oh, Brücke. Ist auch so mies, wenn es so eng wird. So, mal ein bisschen abbremsen. Alter, ich habe hier sogar das Fähnchen nicht mitgenommen, obwohl ich mega knapp dran war. So, einen Moment. Wir haben die eine gerade, glaube ich. Ja, oder? Ich bin gerade ein bisschen deorientiert. Deorientiert oder desorientiert? Ich glaube, desorientiert. Deorientiert. Hört sich an wie Deo. So, jetzt haben wir hier wieder so mega lange gerade. Es waren, glaube ich, so 2, 3. Eine kurze, eine mega lange oder so. Dann nehmen wir den Frosch mit. Boing! Wow. Autsch. Haben wir hier kurz aufgesetzt. Ja, sieht man. Unten. So, hier durch. Ah, die mit ihren blöden Brücken. Sie hätten sie sich sparen können. Ah, ein bisschen zu blöd gebremst. Was? Oh, das eine war rot. Obwohl ich die anderen beiden grün hatte. Der eine Abschnitt war ich doch auch nicht so mega gut. So, ist relativ gerade hier die Strecke. Deshalb muss man immer so aufpassen, wenn dann plötzlich mal so eine fette Kurve kommt. Vielleicht Sprung, je nachdem wie schnell wir sind. Okay, kein Sprung. Ah, nicht so eine Box mitnehmen. Habe ich schon mal gemacht. Ich dachte, das ist so eine Box, die fast wegfliegt, aber hier bei einem kleinen Windhauch. Aber nee, schon so eine fette Box. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja, aber hätte besser sein können, aber ich will es nicht. Hier zu viel meckern auf hohem Niveau oder so. So, die letzte Runde. Es sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Wir haben eigentlich alles, aber wie gesagt, wir können noch Strafzeiten bekommen zum Beispiel oder auf Platz 12 fallen, was ich jetzt glaube nicht unbedingt denke, 2 Fahrzeugbergungen oder so. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen, aber ich bin guten Gewissens. So, wir schauen jetzt mal. Was haben wir denn hier? Triebwerk, Kühler, leichter Schaden, aha. Okay, an den Reifen, Karosserie sogar schwer, Stoßdämpfer, okay. Aber ist so an den Reifen an sich... Gibt es da überhaupt irgendwo was? Ich sehe gar nichts mit Reifen. Motor, Auspuff, Kühler. Kupplung, Differential, Getriebe. Bremsen, Stoßdämpfer, Federn, Radgeometrie. An sich sehe ich jetzt gar nicht so speziell die Reifen. Kann es sein, vielleicht bei Radgeometrie. Aber so an sich sehe ich da gar nichts. Aber na gut. Dann sollte der Reifen, denke ich mal, okay sein. Ich weiß nicht, was hat das so gezischt? Es hat das so angehört, als wird Luft rausgehen. Keine Probleme auf der Strecke, keine Meldung vom Marshall. Ja, und ein frisch geputztes Auto. Richtig schön. 5, 4, 3, 2, 1. So, los geht's. Auf die letzte Wertungsprüfung.
Da geht's gleich mit 3 los. Ich weiß gar nicht, wie viel Vorsprung ich habe eigentlich an sich. Ob wir jetzt so mega übertreiben müssen oder nicht? Ich glaube nicht. Vor allem, wir haben ja auch manchmal sind mal ein bisschen langsamer gewesen. Oh, wie war das mit Fahrzeugbergung? Autsch. Links 3. Strafe 4 Sekunden, ja super. Da haben wir schon mal die Strafe. Eigentlich ist ja auch eine Fahrzeugbergung, oder? Oh, na super. Es sieht ja richtig super aus. Neu starten. Also eigentlich könnten wir auch neu starten. Aber, naja, egal. Lassen wir mal drin. Links 3 über Kuppe. Senke Kuppe durch Tor. Links 5. Oh, das blöde Tor schon wieder. Guck mal, wie wir schon wieder aufholen eigentlich. Also, sieht ja ganz gut aus. So, Achtung. Wenn ich mal ein bisschen mehr in dem Spiel drin bin, kann man vielleicht auch mal schauen in den Schwierigkeitsgrad. Weil wir bis jetzt ja an manchen Stellen schon wieder gut aufholen können oder gut vorne sind. Dass wir das ein bisschen spannender machen können. Wobei jetzt ist ja auch... Alter, man bleibt einfach so hängen. Keine Chance. Kann ich auch... Ich kann es nicht zurücksetzen. Guck mal, wie viel Minuszeit ich bekomme. Richtig mies. Ich wollte hier gerade zurücksetzen, aber man kann nur, wenn das Spiel es sagt. Sowas ist ja auch mies, Leute. Das fände ich nicht nett. Alter, jetzt ist es so weit weg. Also ein bisschen was aufholen können wir an sich schon, aber überholen. Dieser Kackzaun! Guck mal, wie stabil der irgendwie ist. Das kann es doch nicht sein. Wie es den immer weghaut, den Wagen. Zum kleinen Gammelpfosten. Das kann es doch echt nicht sein, Leute. Da küsst man ganz leicht den Zaun. Und dann dreht es dir voll den Wagen weg. Ja, ganz ruhig. Vor allem im zweiten Abschnitt grün. Okay, 21. Auch gut. Alter, ich hasse diesen Wagen. Ich hasse ihn. Richtig. Nichts jetzt gegen die Marke oder so, aber in dem Spiel ganz sicher nicht mehr. Ja, eigentlich war die Strecke doch nicht schwer, oder? Oh, ja, ganz schön viel Staub hier in der Nase. Oh, ja, der musste raus. Alter Falter. Tolle Fahrt. Wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Habe ich jetzt so viel verloren? So, Eventergebnis 3. Naja, es geht immer gar nicht eigentlich. Zwischenstand Meisterschaft. Okay, wir sind Erster in der Meisterschaft im Event jetzt hier gerade. Also die Rennen gerade sind wir Dritter. Wir sollten Elfter sein. Dann lassen wir es einfach mal wirklich so stehen. Weil, wie gesagt, einfach, dass der Wagen weg ist. Ansonsten hätte ich jetzt nochmal neu gestartet. So, nur Dritter, aber egal. Alles in Ordnung. Was alles in Ordnung? Alle Widrigkeiten zum Trotz triumphiert. Was soll das heißen? So, eine Bergung. Strafzeit haben wir gerade so noch auch noch bekommen, aber geschafft. Ja, alle Ziele erreicht. Ich glaube, wir haben ja den Wagen genommen, damit wir die Teambeziehung erhöhen. Weil wir haben jetzt ja auch wieder da 5 Sterne. Also hat ja der Plan auch funktioniert. So, was werden wir? Zum Kenner. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, Albach Racing Team freigeschaltet. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.